Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Channel. Vorweg, ich bin etwas erkältet, deswegen wundert euch nicht. Aber ich wollte euch unbedingt zeigen, was ich mir bestellt habe von meinem eigenen Geld. Es ist auch nichts gesponsert oder so. Und zwar habe ich bei Niche Beauty Lab bestellt, denn dort kriegt ihr den ganzen November 30% Rabatt und das ist der größte Rabatt des Jahres. Und ich benutze die Produkte schon ganz, ganz lange und deswegen wollte ich euch das einmal zeigen. Ich habe auch ein paar neue Produkte mir bestellt und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was hier drin ist. Viel Spaß! So, das Paket hier habe ich direkt am Start, also am 1.11. bestellt. Und es hat diesmal relativ lange gedauert, was ich normalerweise von Niche Beauty Lab nicht kenne. Aber sie hatten es auch vorher schon angekündigt, dass es zu Verzögerungen kommen kann, weil halt ganz, ganz viele Leute bestellen und das halt ein ja, erhöhtes Bestellaufkommen ist. Genau, ich würde sagen, wir packen das einfach mal aus. Ich finde es immer ganz cool, dass die Sachen halt nicht nochmal 10-mal extra verpackt sind und das Ganze recht nachhaltig ist. Genau. Sorry. Fangen wir mal direkt mit meinem Liebling an. Und das habe ich hier nämlich auch schon einmal runtergeholt, weil das noch die Packung ist, die ich jetzt gerade habe. Und zwar ist das das Glycerin von Transparent Lab. Vielleicht sollte ich noch kurz erklären, ich hatte ja schon ein Video zum Shark Flex Style gemacht und habe euch ja gesagt, bei meinen Haaren vertraue ich auf Dejan und bei meiner Haut, ich habe Neurodermitis und sehr, sehr, sehr trockene Haut, vertraue ich auf Leon, also X Skincare. Und ja, er hat mich auf das Ganze hier aufmerksam gemacht und ich habe jetzt seit knapp 3 Jahren keinen richtigen Schub mehr gehabt. Gut, das hat auch viel mit Ernährung und so weiter zu tun, mit meiner Neurodermitis. Aber ich habe halt auch seitdem keine richtig trockenen Hautstellen mehr. Seitdem ich meine Routine habe, ich kann euch die gerne auch mal zeigen für trockene Haut. Die ist recht simpel, aber halt super effektiv. Und er hat halt damals das Glycerinserum halt gezeigt von Transparent Lab. Und ich habe es mir dann gekauft und ich würde es nicht mehr missen wollen. Ihr braucht davon überhaupt nicht viel. Also das hier ist, das habe ich vor einem Dreivierteljahr oder so bestellt. Und maximal 2 Pumpstöße, maximal, eher weniger. Das ist halt wirklich pures Glycerin, spendet super viel Feuchtigkeit. Also absolutes Must-Have meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich es mir auch direkt 2-mal bestellt, weil bei 30% Rabatt, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann habe ich mir, ich glaube, das waren jetzt auch, sind dann auch alles neue Sachen, wenn ich mich richtig erinnere, ja genau. Das war sozusagen das Einzige, was ich schon kannte. Und jetzt habe ich mir nämlich noch was Neues bestellt, auch auf das Anraten von Leon. Und zwar 2-mal das Keramide-Serum von Ceramide. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe hier schon einmal eins ausgepackt. Ich habe es auch schon einmal angewendet und fand es super, super gut. Ich finde übrigens die Verpackung wunderschön und hochwertig, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, es gibt es auch als XL. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, deswegen habe ich mir das in klein bestellt. Ja, ich weiß, es ist super, super teuer, aber auch hier, ich habe es auch ausgetestet, ja, bisher einmal. Ein Pumpstoß, das reicht, ihr braucht nicht noch mehr. Also ihr seid da wirklich sehr, sehr sparsam mit den Sachen. Deswegen denke ich auch, dass die beiden Sachen hier für das Jahr reichen werden. Alle Sachen, die ich euch jetzt zeige, die neu sind, werde ich natürlich auch länger jetzt erstmal ausprobieren. Und wenn ihr euch die Skincare-Routine wünscht, dann kann ich euch in dem Zug auch Feedback geben zu den neuen Sachen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt bisher einmal ausprobiert und bin echt super zufrieden. Dann habe ich mir von Acne Me, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich finde die Namen manchmal immer so ein bisschen, ja, schwierig, habe ich mir das Zink Clean geholt. Das soll ein relativ sanftes Cleaning Gel sein, was man aber nicht zu häufig bei trockener Haut anwenden sollte. Ich glaube, Leon hatte gesagt, alle 2 bis 3 Wochen nur oder halt einmal im Monat. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich mal auf jeden Fall austesten. So, und der Rest der Sachen sind alle von Transparent Lab. Und zwar
Ihr wisst ja, Sonnenschutz, Leute, das A und O. Und ich habe bisher immer nur eine von Nivea gehabt, mit der ich gut zurechtgekommen bin, die nicht geglänzt hat und die meiner Haut halt auch trotzdem genügend Feuchtigkeit gegeben hat. Das hatte auch mal Leon empfohlen. Finde ich aber super teuer und ja, jetzt hatte ich das gesehen und habe gedacht, ich bestelle es mal. Hier steht übrigens auch drauf, ich hoffe, man kann es erkennen, X Skincare Choice, also das ist der Name von Leon auf Instagram und TikTok. Und genau, das sind 50 plus Sonnenschutzfaktor. Ich mache das mal auch ganz kurz aus. Ist auch in der XL-Version, ich denke mal, die wird auch wahrscheinlich das Jahr überhalten. Auch wieder mit einem Pumpstoß obendrauf, also ihr könnt das wahrscheinlich auch sehr gut dosieren. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, ist aber die Invisible-Version, also die man gar nicht sehen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dann hatte er noch einen Tipp gegeben für alle, die so Pigmentflecken haben, die dauerhaft sind. Und ich habe so ein ganz paar, ich habe nicht viele, aber ganz paar. Und dafür hat er das Retinal Age Reverse Cream empfohlen. So sieht das Ganze aus. Das habe ich auch noch nicht getestet. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich finde die Verpackung sehr klein für den Preis. Aber ja, wir werden es austesten und da werde ich euch berichten. Und dann kommen wir zu meinem Favoriten, worauf ich sehr gespannt bin, weil der wurde auch auf TikTok ultra gehypt. Und zwar ist das der Oil Cleanser. Immer diese blöden Verpackungen. Der wird ultra gehypt. Warum im Öl? Weil das meiste Make-up, was wir benutzen, ist ja wasserabweisend. Und womit kann man es am besten lösen? Mit Öl. Ich benutze zwar eigentlich nie Make-up, aber es soll auch super Schmutz und so weiter lösen. Ist übrigens in einem Glasflakon, finde ich auch sehr schön. Und ja, so sieht das Ganze aus. Habe ich, wie gesagt, auch noch nicht getestet, bin ich aber sehr, sehr gespannt drauf. So, das sind alle Sachen, die ich bei Niche Beauty Lab bestellt habe. Also ihr findet bei Niche Beauty Lab, ich glaube, drei Marken sind es halt. Theramide, The Beauty Lab und Academy. Academy. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt nur den Tipp geben, wenn ihr davon mal was ausprobieren wollt, dann macht es jetzt, weil jetzt kriegt ihr die 30% auf den gesamten Einkauf, den ihr jetzt bis Ende November macht. Ihr braucht keinen Code dafür. Ich habe hier nichts irgendwie gesponsert bekommen. Ihr habt das alles selbst gekauft. Ich habe für diesen Einkauf, ich glaube, knapp 125 Euro bezahlt. Aber ihr müsst bedenken, dass das halt zum größten Teil ein Jahresvorrat sind. Ich glaube, allein diese zwei Keramide-Dinger haben, lasst mich lügen, ich glaube 40 Euro oder so gekostet. Das ist halt aber fürs ganze Jahr gerechnet. Genauso wie beim Glycerin dasselbe. Also das ist ja aufs ganze Jahr gerechnet, ist das dann am Ende nicht mehr viel. Und ich kann auch jetzt auch schon sagen, wenn ich euch meine Skincare-Routine zeige, das ist auch nichts Extravagantes, was super teuer ist. Und trotzdem funktioniert es. Ihr müsst nur, wenn ihr was kauft, halt darauf achten, dass wirklich das drin ist, was draufsteht und dass die Sachen hilfreich sind. Weil ihr könnt natürlich auch 20 Euro beim DM lassen, was halt vielleicht aber irgendwie ja nicht so das ist, was ihr vielleicht braucht für euren Hauttyp. Genau, schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ich euch die Skincare-Routine noch zeigen soll. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gerne bei Niche Beauty Lab bestellen würdet und ob ihr bestellt, jetzt wo es die 30% gibt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.